Es gibt tatsächlich wohl immer noch viele, die eine große Verletztheit in sich tragen. Und deshalb möchte ich jetzt komprimiert doch nochmal darauf eingehen. Wenn man einen Organismus erschafft oder sogar weitreichendere, tiefgreifendere Konzepte, das bildet eine Art von Gemeinschaft, in der die Dualität zwischen den Menschen viel geringer ist. Die sind viel verbundener, es hängt alles viel stärker, viel, viel intensiver zusammen. Die sind verknüpft, vernetzt, verbunden. Assimilierungsprozesse finden statt, tatsächlich. Und was für den einen Wohl ist, konnte für den anderen auch Wehe sein. Schwierig. Schmerzen verursachen. Und wenn dann Negativität da ausgeschüttet wurde, in Form von Emotionen, Worten und so weiter, hat das was gemacht mit den Menschen, die davon betroffen waren. Das haut so rein in das innere System, auch nachhaltig. Zumindest, wenn jemand nicht geschützt ist. Und ich meine, niemand ist ja da hineingegangen und hat sich in der Form geschützt. Weil man hat ja vertraut, man wollte sich ja dort öffnen. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, dass viele jetzt immer noch da dran so zu knacken haben, ja. Ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass dadurch wirklich Schicksale verändert wurden. Manche haben für sich vielleicht das Empfinden zu ihrem Wohl, zu ihrem Guten, zu ihrem Besten, besserer Weg. Aber bei anderen sind Schicksale verändert worden und es war vielleicht nicht der bessere Weg. Oder gottgewollte Wege sind dadurch nicht mehr beschritten worden und die stehen dann, wenn sie außen stehen, also wenn sie raus sind, auf einmal vollkommen orientierungslos vor dem Nichts. Der Schmerz rührt vielleicht auch daher, dass die Seele irgendwie weiß, dass da ein Weg zu beschreiten war, der irgendwie gekappt wurde und dann gehen sie auf allen möglichen Seitenfaden und sind verwundert, dass da nicht mehr so dieser Fluss und nicht mehr so diese Kraft drauf ist und nicht mehr so dieser Fluss des Lebens zustande kommt, weil es Seitenpfade sind. Keine Sackgassen hoffentlich, das muss ja nicht sein, aber Seitenwege, Umwege. Oder in meinem Fall, es war mein gutes Recht, als ich gemerkt habe, dass die Familie oben so bedürftig ist, so viel da los ist. Wie gesagt, ungeheilte Sachen. Es ist irgendwie gesetzmäßig, dass Menschen, wo solche Sachen im Gang sind, andere benutzen, wenn es da was zu benutzen gibt, zu holen gibt, wie auch immer. Aber es hatte sich ja auch gezeigt, beispielsweise mal zu einem Praxistag, da war ein jüngerer Mann aus einer anderen Region dabei und es war hochführend, es war leichter, es war so im Fluss, es war auch sogar eine gewisse Freude dabei, auch für mich. Kaum war der weg, begannen wieder diese merkwürdigen Verstrickungen, in die ich da hineingezogen wurde. Und ich meine, die Familie, die Leitung hat selbst gespürt, dass dann da eine Blockade da war, dass es runterging. Die Signale waren ja da, aber es wurde auch irgendwie übergangen. Und das sind einfach so Punkte. Da bin ich sicherlich kein Einzelfall gewesen, wo man dann einfach weiß und spürt,
Hier ist jetzt was verquer und ich meine, niemand lässt sich gerne benutzen. Und das war ja auch, warum ich später auch so sauer war, nicht ganz unbewusst. Ich nenne es mal, es war halb bewusst. Und auf der anderen Seite hätte man mich ja auch immer schön ganz unten gehalten. Weil man hatte dann eben auch Sachen bei mir angetriggert, dass ich mich auch dumm verhalten habe. Dass man auch gute Argumente finden konnte, warum das natürlich jetzt so sein muss. Solange sie sich so benimmt. Aber ich habe auch eine ganz andere Sozialisation hinter mir. Da ging es um Charakter. Das Wort tauchte ja sowieso nie auf. Meine zweite Arbeitsstelle war mit diesen Gangjungs und da gab es tatsächlich auch starke Persönlichkeiten, gute Persönlichkeiten. Mit Herz, klug, Rückgrat vor allen Dingen. Ja, starke Persönlichkeiten, die überhaupt nicht negativ zu bewerten sind. Und wenn die Leader waren, die haben ja oft dann ihre Gruppe gehabt, weil eben zu Hause natürlich die Anbindung nicht so da war. Sind vor der Zeit erwachsen geworden, wenn man so will. Aber auf die konnte man sich verlassen, da konnte man vertrauen, da war Integrität da. Nichts Hinterhältiges, keine berechnenden Spiele. Wenn man da einmal eine Vertrauensbasis hatte, dann konnte man sich auf die wirklich verlassen. Vor allem die Solidarität war unglaublich groß. Auch das Aufeinander Acht geben tatsächlich mit sehr viel Empathie. Und war eine gute Zeit, auch wenn es eine anstrengende Arbeit war, weil die natürlich auch nicht leicht zu führen war. Was vollkommen anderes, als wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die vielleicht vorher in der Psychiatrie waren und die vollkommen, ja, innerlich vollkommen haltlos sind, orientierungslos, vollkommen unsicher und verängstigt. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt immer noch sehr, sehr viele, die jetzt herumlaufen und tragen tiefe Wunden, Verletzungen mit sich. Was daher rührt, dass bedingt durch den Organismus und andere Konzepte. Diese Negativität, diese Kritik, all das, was sie erfahren, erlebt haben, ganz anders reinknallt ins innere System und sich dort vielleicht auch manifestiert hat. Die brauchen wirklich auch Freilösung nochmal. Die brauchen vielleicht sogar auch Hilfe, Heilung. Manche haben ja auch noch gar nicht losgelassen. Dass ich nicht losgelassen hatte, war, dass ich die Präsenz dieser Seele auch noch so sehr gespürt habe. Und ich bin jetzt hier mal so offen, auch wenn das ihm vielleicht gar nicht gefallen würde. Natürlich, irgendwann habe ich, es gibt so sensitive Menschen. Ich bin da nicht die Einzige. Deswegen hatte ich ja auch das Problem, wenn ich ungeschützt, da wo ich zu Beginn war, oder hier in Zürich, da hineinging, dass ich die Negativität auch wie absorbiert habe. Dass ich auch seelische Anteile von den Leuten mitgetragen habe. Dass ich beispielsweise zu Beginn bei der Familie, bei der ich dort war, war so viel los, so ein starker negativer Fokus. Meine Arbeit ein Jahr lang nicht mehr gut gemacht habe, weil dieses liebevolle, annehmende, der positive Blick war erstmal sehr, sehr erschüttert worden. Ich habe auf einmal auch eine sehr starke Negativwahrnehmung gehabt und da war ich nicht mehr gut in dem, was ich getan habe. Da ist also sehr viel von dort, von dieser Familie mit diesem Blick auf Dämonen ständig und so weiter, bei mir angekommen. Und ich war damals auch noch nicht so weit, da wirklich das dann auch, ja, mich dann, ein Stück weit habe ich mich auch ausgeliefert, anstatt in Ruhe Klartext zu reden und mich zu schützen. Beziehungsweise da, wo ich mich hingewandt habe, da wurde ich natürlich nicht gehört. Da vertrat der Mann die Meinung, dass alles jetzt von Gott und das muss so sein und das muss einfach getragen werden und was kompliziert war und belastend, wollte er sowieso nicht hören.
Und genau das ist der Punkt. Vorher hatte ich ganz lange diese engen Grenzen respektiert, hatte eher zu wenig kommuniziert, aus lauter Vorsicht und Rücksichtnahme. Und dann wurde das aber so unerträglich für mich. Meine Grenzen waren so überschritten, dass ich dann auch grenzverletzend und grenzüberschreitend geworden bin. Aber im Grunde genommen war das auch ein Hilferuf, dass ich dann angefangen hatte, darüber zu kommunizieren. Ja, was aber nicht gehört wurde, was auch niemand hören wollte. Was ja auch die eine Seite der Gemeinschaft war. Es gibt ja auch die andere. Gab es auch damals schon. Aber die gab es und gibt es vermutlich immer noch. Und deshalb nochmal eine Art Aufruf, wenn man einen Organismus oder weitreichendere Visionen ins Leben holt, dann hat man eine enorme Verantwortung und im Grunde auch für jeden Einzelnen. Und dann muss man wirklich auch sehr gut hinschauen, wer oben in der Hierarchie steht. Weil was von denen ausgeht, hat eine unglaubliche Kraft und Macht. Nicht auf jeden gleichermaßen. Ich gehöre eben zu denen, die sehr durchlässig sind. Offenes Gefäß, was das angeht. Für die wirkt es sich besonders aus. Aber selbst für die, die da weniger durchlässig sind, sind die Konsequenzen und die Folgen viel massiver als so normalerweise in zwischenmenschlichen Gemeinschaften das der Fall ist. Gut, ich höre jetzt auf. Hier kommen Leute. Das Wesentliche ist auch gesagt.